Moin, das ist das erste Video mit dieser Kamera und mein allererstes auf dem Motorrad, was ich kommentiere. Also wollen wir hoffen, dass die Qualität stimmt, dass es nicht zu viele Windgeräusche gibt und dass ihr mich verstehen könnt. Wie man sehen kann, bin ich gerade auf der Landstraße unterwegs, bin gerade aus meiner Ortschaft rausgefahren und wollte noch eine Abendtour fahren und um das Equipment auch zu testen, was heute teilweise mit der Post bzw. mit DHL gekommen ist oder ich abholen musste. Ich habe das zusammengebastelt und wollte jetzt mal testen, ob das auch funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Es ist alles nicht ganz einfach, weil es alles ein bisschen Gewicht auch am Helm ist, aber so ist das nun mal. Also, warum mache ich dieses Video als Einleitung überhaupt? Weil ich andere Motorradfahrer gesehen habe, die sehr schöne, teilweise auch grottenschlechte Videos gemacht haben und bei YouTube hochgestellt haben. Und ich möchte einfach mit meinen Videos vielleicht ein, ja, sagen wir mal, Community aufbauen, mit der ich dann ein bisschen diskutieren kann, vielleicht auch weiterhelfen kann, aber mir auch Anregungen von anderen Leuten hole, rund um das, sagen wir mal, sehr große Thema Verkehr, Motorradfahren, Motorrad oder auch vielleicht anderes, wer weiß. Also, schauen wir mal, wie das sich so entwickelt. Das ist das allererste Video. Ich werde ja, ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten Videos machen. Deswegen gucke ich ab und zu unten noch auf die Uhr in der Anzeige. Und dann schauen wir mal, ob, ja, ob man das so einigermaßen hinbekommt. Da vorne fährt die Polizei, deswegen auch ein bisschen ruhiger fahren hier. Ich werde dieses Video auch in, hoffentlich sagen wir mal, diese Richtung aufnehmen, die ich jetzt fahre, nämlich Richtung Osten. Denn ich weiß schon, wenn ich auf dem Rückweg bin, wird mich die Sonne sowas von blenden. Und das macht natürlich auch als Video überhaupt gar keinen Sinn, wenn die Kamera das auch nicht erkennt, sondern nur die Sonne reingeknallt kriegt. Deswegen wollen wir mal gucken, ob wir gleich noch so ein, zwei schöne Sträßchen finden, wo wir ein bisschen fahren können. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das ist das erste Video und dann will, das will ich nicht übertreiben. Ich will jetzt nicht eben nur zwei, drei Stunden fahren oder so. Einfach nur mal testen und mal gucken, ob das alles so funktioniert. Nicht mehr viel los auf der Straße um diese Zeit. Wie gesagt, da 8 Uhr abends haben wir es jetzt in der Woche. Und das Wetter ist super, da kann man sich echt nicht beschweren. Viele Motorräder auch schon tagsüber unterwegs, habe ich gehört. Und naja, aber wenn es jetzt so ein bisschen niedriger wird, die Sonne, wenn die ein bisschen niedriger steht, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Besonders, wenn man aus der Sonne kommt, nicht wahr, die Motorradfahrer wissen das, wenn man die Sonne im Hintergrund hat, so wie ich jetzt gerade, dann sehen die entgegenkommenden Autos einen schlecht. Deswegen immer ein bisschen aufpassen. Andersrum ist es natürlich besser. Dann sehe ich aber wiederum weniger. Muss natürlich gucken, dass ich auf der Straße bleibe. Und die anderen Autos sehen mich halt gut, wenn ich von der Sonne angeschienen werde. Also wir fahren jetzt über die Autobahn rüber. Und dann werden wir auf der anderen Seite so ein bisschen querfeldein fahren. Und mal schauen, wie das mit dem Gewicht am Helm auch ist. Ich merke das jetzt schon und ich hatte vor einer Woche ungefähr ein Video gemacht. Oh, da kommt die Polizei schon wieder zurück. Das war aber ein anderer Wagen, der vor uns gefahren ist. Der hatte noch gelbe Signalstreifen an der Seite. Das war der nicht. Naja, da vorne nehme ich ab auf die Autobahn. Was ich aber sagen wollte, vor einer Woche hatte ich schon mal ein Video gemacht. Ohne Sound bzw. mit Windgeräuschen, ohne ein Mikro. Und hatte mich da so ein bisschen schlau gemacht und hoffe, dass das jetzt hinhaut. Dass man sowohl meine Stimme als auch ein bisschen vom Motorrad vielleicht noch hört. Aber so ganz ohne Sound das Video gucken, nur mit der Stimme, die einen vielleicht einschläfert, wer weiß, finde ich das persönlich nicht so gut. Deswegen versuche ich vielleicht ein bisschen Sound noch mitzunehmen. Wir fahren jetzt hier links am besten mal. Und dann der abbiegt, ohne zu blinken, mal wieder. Und dann schauen wir mal,
Jetzt haben wir die Sonne ein bisschen links. Das geht noch. Kann man alles noch ein bisschen vernünftig fahren. Natürlich werden die Sichtverhältnisse jetzt immer ein bisschen schwieriger. Und da sollte man schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht übermäßig fahren und übertreiben. Viele Cabrios auch unterwegs. Und dann schauen wir mal, was wir so ein bisschen hier eiern können. Es ist aber echt nicht einfach, ein gutes Setup des Equipments irgendwie zusammenzukriegen, zu testen. Denn viele Leute haben viele verschiedene Kameras, Mikros, Helme, Ausrüstung, Motorräder. Da ist das immer unterschiedlich. Und wenn jemand das machen möchte, muss er das halt selber testen, wie ich jetzt auch. Wir hoffen, dass die alle links da abfahren und nicht rechts, wo ich hin will. Und dann schauen wir mal. Da haben wir gerade ein paar Motorradfahrer geholt, beziehungsweise die standen an der Ecke und waren sie voll nicht schlüssig, wohin sie fahren. Der SUV bzw. der Truck hinter mir fährt mir hinterher. Also ich bin diese Strecke noch nicht so häufig gefahren dieses Jahr und früher auch nicht. Eigentlich ist das die Hausstrecke von einem Kumpel, der kennt sich hier richtig gut aus. Richtig schön über Land fahren und mal gucken, da hinten ist schon ein Bus, da ist eine schöne Kurve da hinten. Mal sehen, wie man hier so ein bisschen fahren kann. Nicht übertreiben, ein bisschen ruhig angehen lassen das Ganze. Das ist diese Kurve, da müsste gleich der Bus kommen, genau. Dann passen wir ein bisschen auf und dann geht das auch alles. Das waren wohl die Kumpels von den anderen Motorradfahrern, die da wohl auf Videofang waren oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht wollen die da noch ein bisschen was drehen. Ist auch super Wetter dafür, aber gegen die Sonne, so halb, ich weiß nicht, ob das passt. Aber, oh, ich muss tanken, habe ich gerade gesehen. Mache ich auf dem Rückweg, wenn die Kamera aus ist. Und dann schauen wir mal, ob man hier noch so ein bisschen fahren kann. Wenn der letzte Balken anfängt zu blinken, dann habe ich noch 3 Liter drin. Wenn er leuchtet, so wie jetzt, habe ich noch 6 Liter. Das reicht einigermaßen. Ich kann mit einem ganzen Tank, ja, ich tanke immer so bei 200 Kilometer oder so fahren. Ein 19 Liter Tank. Dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier schon wieder in der nächsten Ortschaft. Und dann fahren wir mal einfach der Nase nach. Mal gucken, ob wir hier noch ein paar schöne Kurven finden oder so. Ja, ich bin hier Samstag auch schon lang gefahren. Bisschen schwierig, weil die hier so blöd parken auf der Straßenseite. Und gerade in der Kurve da nicht wirklich einsehen kann, ob einem was entgegenkommt. So ein Bus entgegenkommt, ist natürlich ganz schön doof. Aber so ist das nun mal. Als Motorradfahrer ist man natürlich ein bisschen schmaler als so ein Auto. Aber naja. Schauen wir mal. Schauen wir hier links. Kopfsteinpflaster habe ich keinen Bock. Muss ich nicht haben. Der Nissan ist schon wieder hinter mir. Aber es bleibt noch übrig. Ich weiß. Ja, super. An dem vorbei. Mal gucken, ob da. Ne. Ist auch nix. Vorne biegen wir aber gleich rechts ab. Letzte Woche bin ich ja gerade ausgefahren. Das Lustige ist ja, dass die ganzen Leute nicht wissen, dass ich auch was dazu sage. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier noch
was Nettes finden. Jetzt haben wir schon quasi 10 Minuten voll, die ich einfach so gelabert habe und die Zeit vergeht. Ob wir noch ein bisschen was zeigen können, wie wir aus der Stadt rausfahren. Aber mal gucken. Jetzt geht es nämlich langsam los, dass die Sonne immer tiefer steht. Schön von der Seite. Wenn ich danach über die Autobahn zurückfahre, da wird es dann richtig fies. Mal schauen. Für den ersten Versuch. So, da ist der Stadtausgang. Mal gucken, ob man hier noch so ein bisschen fahren kann. Ich kenne die Strecken hier echt nicht. Ne? Ich bin hier wahrscheinlich schon ein paar Mal voll lang gefahren, aber mit der Sonne ist es echt fies. Aber jetzt weiß ich auch, wo wir wieder sind. Das ist jetzt die andere Bundesstraße. Hier könnte man auf die Bundesstraße auch zur Autobahn fahren. Das wollen wir jetzt nicht. Denn also die Straßen sind hier echt nicht die besten. Kann man schon sehen. Und ich war letztes Jahr im Vogtland. Da kann man schön sehen, wo der Sulli hingeflossen ist. Soll jetzt nicht abwertend sein, es ist einfach so. Auch wenn ich hier so ein bisschen, sage ich mal, derbe oder direkt meine Meinung sage, das ist alles meine persönliche Meinung. Ihr müsst dem nicht zustimmen, dann müsst ihr auch nicht die Videos gucken. Und dann lasst es einfach sein. Ich behalte jetzt mir sowieso vor, jeden Kommentar zu löschen. Wir sind hier nicht in einer Demokratie. Auf meinem Kanal bin ich der König. Wir können bestimmen, wer wo was schreiben darf. Beziehungsweise was stehen bleibt, besser gesagt. Und was nicht. Deswegen schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt wird es eklig. Aber jetzt auch ein guter Moment. Noch, weiß ich nicht, 10, 13 Minuten. Das Video zu beenden. Und dann schaue ich mir das gleich zu Hause an. Und wenn das gut ist, dann lade ich es gleich hoch. Also, ich wünsche euch was. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles unten in die Comments. Und dann, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Und tschüss.